Ich möchte euch jemanden vorstellen. Ich habe sie mittlerweile seit mehr als einem Jahr. Und in Canberra in Australien kreuzen sich unsere Wege. Das war in einer Bar. Und an diesem einen Tag in dieser Bar fing unsere gemeinsame Geschichte an. Meine ganze Zeit in Australien verbrachten wir ab diesem einen Tag gemeinsam. Als ich meinen Van noch hatte, waren wir gemeinsam an der Ostküste. Wir haben uns das Silvesterfeuerwerk in Sydney angeschaut. Wir waren in Melbourne, wir sind an der Great Ocean Road gewesen. Wir sind sogar mit dem weißen Hai in Port Lincoln tauchen gewesen. Sie hat mich begleitet, als ich ein weiteres Mal in Canberra arbeiten musste. Und hat mich auch begleitet, als ich dort in einem verlassenen Bürogebäude auf dem Fußboden gewohnt und gelebt habe. Und anschließend war sie dabei, als ich im Cairns meinen Tauchschein gemacht habe, im Great Barrier Reef. Auf dem Offroad-Konvoi 2K17 war sie auch immer am Start. Sie hat mit mir die Wüste, den Dschungel, das Meer und alles dazwischen bereist, entdeckt und gesehen. Wir waren zusammen an Wasserfällen schwimmen und uns in Flüssen waschen. Ich meine, sie sieht bei weitem nicht mehr so frisch aus, wie sie es mal tat. Sie ist mittlerweile schmutzig und faltig geworden, aber dennoch einfach ein unverzichtbarer Partner bei all meinen Reisen. Der Grund, warum ich euch das Ganze erzähle, ist ganz einfach. In genau einer Woche, also am 19. um genau zu sein, geht meine Reise nach Kanada los. Da beginnt das große Work-and-Travel-Kanada-Abenteuer und die anschließende, was auch immer dann kommt. Und natürlich willst du mich auch dorthin begleiten. Sie wird definitiv präsenter werden und mich auf meinem Weg in die weite Welt unterstützen. Und deshalb wollte ich sie euch im Voraus einfach schon mal vorstellen. Und jetzt, wo ihr unsere gemeinsame Geschichte kennt und wisst, was wir alles gemeinsam erlebt haben, glaube ich, dass ihr auch verstehen könnt, warum sie mir so viel bedeutet, wie sie es tut. Die Rede ist von meiner Corona-Cap. Cheers.